Liebe Gäste, herzlich willkommen im Namen von Lignum Holzwirtschaft Schweiz zu dieser Veranstaltung zum Thema Ressource Holz. Die Messe ist erst knapp eineinhalb Tage, fast zwei Tage alt, und bereits mehrmals wurde in diesem Rahmen hier die Frage angesprochen, wie funktioniert es mit dem Bauen in Holz, wie funktioniert es mit dem Schweizer Holz, was muss man tun, damit mehr gebaut werden kann und wie verfügbar ist dieses Holz, wenn man dann eben nicht nur Kleinbauten, sondern wirklich auch größere Bauten damit realisieren möchte, wenn größere Mengen an Holz und insbesondere an Schweizer Holz gewünscht sind. Nun, heute beschäftigen wir uns hier jetzt genau mit dieser Frage der Ressource Holz. Heute werden in der Schweiz, in den Schweizer Wäldern, jährlich 5 bis 6 Millionen Kubikmeter Holz geerntet und gemäß der Holzkaskade dann genutzt, gemäß Bundesamt für Umwelt, BAFU. Ein Teil davon geht in den Bau, aber eben nur ein Teil. 8 Millionen Kubikmeter Holz könnte man aus den Schweizer Wäldern ernten, so dass dieser Gewinn nach wie vor mit einer nachhaltigen Bewirtschaftung einhergeht. Damit wäre der Holzbedarf in der Schweiz aber nur zu einem Drittel gedeckt. Die Frage ist folglich: Warum wird das Potenzial des Schweizer Holzes nicht als Ressource nicht vollständig ausgeschöpft? Was könnte man tun, damit das sich bessert, damit mehr Holz aus Schweizer Wäldern tatsächlich auch auf nachhaltige Art und Weise genutzt werden kann und vor allem in unserem Zusammenhang hier jetzt für das Bauen? Wo sind die Lücken in dieser Wertschöpfungskette? Und diese Lücken zu identifizieren ist auch eine nicht ganz einfache Aufgabe, denn die Wertschöpfungskette ist lang und verzweigt, vom Wald über die Holzindustrie, also die Sägereien, die Produktion von Halbfabrikaten, wie zum Beispiel verleimte Platten oder Balken für die Bauindustrie, dann den Holzhandel, den konstruktiven Holzbau, die Holzbearbeitungsbetriebe und bis hin zum Holzenergiebereich, wenn das Holz eben zur Gewinnung von Wärme oder elektrischer Energie genutzt wird. Und insbesondere fragen wir uns heute, wie ist die Verfügbarkeit von Schweizer Holz als Ressource für den Bau? Worauf ist zu achten, wenn man mit Holz und vor allem mit viel Holz bauen möchte? Das Programm ist einfach. Wir hören vorerst ein Keynote-Referat zur Ressource Holz, durchexerziert an aktuellen Holzbauprojekten. Anschließend gibt es eine Diskussion mit Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlichster Branchen entlang dieser Holzwertschöpfungskette. Und nun beginnen wir eben gleich mit dem Referat. Ich begrüße den ersten Referenten. Es handelt sich um Pirmin Jung. Die meisten kennen ihn. Er hat eine Lehre als Zimmermann absolviert, dann Ingenieur Holzbau studiert und hat auch eine Spezialisierung als Brandschutzfachingenieur. Er hat ein eigenes Ingenieurbüro für Holzbau in Sursee. Er ist Vorstandsmitglied Lignum Schweiz und auch Präsident Lignum Zentralschweiz. Pirmin Jung, bitte. Ja, geschätzte Anwesende, Ressource Holz bei Großprojekten. Uns ist ja so, dass das Bauen mit Holz immer mehr zu einem Muss wird für uns auf der ganzen Welt, weil wir die Herausforderung des Klimas haben. Wenn wir heute 8 Milliarden Menschen sind auf der Welt, wohnen 50% von uns in städtischen Gebieten. In 30 Jahren werden wir 10 Milliarden Menschen sein und dann sollen 70% in städtischen Gebieten wohnen. Das heißt, wir müssen in 30 Jahren für rund 3 Milliarden Menschen Wohnmöglichkeiten schaffen in städtischen Gebieten. Wir müssen die Städte der Welt verdoppeln, ohne dass wir die bestehenden Wohnräume sanieren, renovieren, erhalten, dass sie weitergehen können im Lebenszyklus. Ich bin überzeugt, dass wir diese Wohnungen nur schaffen können, wenn wir das einen großen Teil mit Holz machen. Denn wenn wir das mit Beton oder herkömmlichen Bauweisen realisieren würden, könnten wir das 1,5 oder 2 Grad Ziel, das wir uns als Menschengemeinschaft gegeben haben, nie einhalten.
So bin ich überzeugt, dass die Gebäude der Welt zu einem ganz wichtigen CO2-Speicher werden können und damit einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, dass wir das Klimaproblem in den Griff bekommen. Aber wenn wir überlegen, weltweit, heute etwa 12% vom Holz, das verwendet wird, geht in den Bau. 12%, weitere etwa 12% in die ganze Möbelindustrie und sonst gebraucht waren. Mehr als 50% des Holzes weltweit wird direkt verfeuert. Also man baut es nicht, sondern man braucht das, um zu kochen, um Wärme zu produzieren, teilweise Energie. Weitere etwa 20% gehen in die Papier- und die Kartonageindustrie. Seit Corona immer mehr Karton, etwas weniger Papier. Aber wir sind ja in der Schweiz die Einzigen, die eigentlich das Papier wirklich recyceln. Das Papier, die Faser etwa 7-mal, Kartonfaser 3-mal. Weltweit geht Papier direkt, wird verfeuert wieder für Wärme oder geht auf den Abfall. Und dann gibt es aber weitere Nachfragen nach Papier, nach Holz. Immer mehr Kunststoffindustrie hat man, konnte man Technologien entwickeln, um Spritzguss zu machen mit Holzfasern. Textilindustrie ist ein ganz großes Potenzial, dass die Viskose heute aus Holz gewonnen wird. Das ist ökologischer, als wenn man Baumwolle produziert, braucht viel weniger Wasser. Heute noch etwas mehr Chemie, aber da ist man gut unterwegs, dass man auch das auf gute Wege bringt. Oder immer mehr grüne Energie, grüner Wasserstoff. Da gibt es auch in der Schweiz Projekte, dass man aus Holz Wasserstoff produzieren möchte, dass man grün auf der Straße fahren kann. Wenn wir überlegen, dass der Wirkungsgrad von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen am Schluss die Energie im Holz ist, etwa 8-9% auf den Rädern ankommt. Alles andere dazwischen ist verlorene Energie durch die Prozesse. Also der Run auf Holz, der ist sehr groß und wir bauen Projekte und immer mehr auch größere Projekte, wie auch dieses Projekt Flughafen in Zürich, Dock A, mit diesem Verbindungsbau. Das Projekt soll im Jahr 2030 bis 2032 realisiert werden und ist noch mal eine Schuhnummer größer als das, was wir heute bauen. Da ist die Frage berechtigt, wie gehen wir um mit der Ressource Holz? Wir selber, Judith Solt hat es gesagt, inzwischen sind wir rund 140 Mitarbeitende und wir bearbeiten Holzbauprojekte, vor allem in der Schweiz und in Deutschland. Und als ich gestartet bin, haben wir Projekte realisiert vom größeren Einfamilienhaus, vielleicht Zweifamilienhaus, also zwei Wohnungen übereinander. Der Rest war kaum möglich wegen den Brandschutznormen. Da haben wir 50 bis 60 Kubikmeter Holz ausgeschrieben. Dann ging es weiter, erste Mehrfamilienhausüberbauungen. Dann ging es auf 500 Kubik Holz pro Auftrag. Heute geht es weiter, sind wir teilweise schon 1000 Kubikmeter Holz pro Auftrag. Und es geht noch weiter, wie dieses Polizeizentrum in Bern, das aktuell in der Planung ist, das jetzt dann in die Ausführung geht. Dieses Polizeizentrum wird eine Holzbausumme von 14 Millionen haben, Auftragssumme, und Holzverbrauch etwa 4 Millionen Kubik. Das sind etwa 10.000 Kubikmeter Rundholz. Das sind rund etwa 3.000 Tannen, die da verbaut werden. Also schon ein ganz großes Projekt. Oder Wohnanlagen, da sind inzwischen mehrere unterwegs in der Schweiz, werden auch realisiert. Das ist eine in Zürich mit DM2N an der Badener Straße. Das ist auch um 5.000 Kubikmeter Holz, die da verbaut werden. 14 Millionen Holzbeauftrag, auch andere Ligas, als es vor 5 oder vor 10 Jahren waren. Und es geht auch im Ausland weiter. Man kennt viele Projekte, die da laufen. Wir sind auch an einzelnen Projekten, wie dieses Sava. Ist ein Hochhaus in Rotterdam. Da werden etwa 3.500 Kubikmeter Holz verbaut. Also mit dem will ich nur sagen, die ganze Welt, die braucht immer mehr Holz. Wir müssen schauen, wie wir zu dieser Ressource schauen. Und dann kommt, wie gesagt, dieses Projekt am Flughafen in Zürich. Da war ja der Wettbewerb vor 2 Jahren. Wir durften da im Siegerteam mit dabei sein, mit Bjarke Ingels Group. Inzwischen ist der Generalplaner Bjarke Ingels mit Iten Brechbühl da aus der Schweiz. Aktuell sind wir am Vorprojekt, das heißt, etwa 80% Vorprojekt ist abgeschlossen. Da geht es darum, die Anliegen des Bauherrn mit den Anliegen der Architektur und der Statik,
mit den Anliegen des Bestandes, weil da hat es ja viele Sachen schon gebaut, in Einklang zu bringen, dass das ein gutes Projekt wird. Wie gesagt, im Vorprojekt sind wir da. Da wird etwa 47.000 Kubik Holz verbaut werden. Also es ist etwas Zehnfache, was ich jetzt vorher die Projekte gezeigt habe. Aber wie gesagt, es geht noch fast 10 Jahre, bis das realisiert wird. Ich bin überzeugt, in den nächsten Jahren kommen andere Projekte auf den Markt, werden andere Projekte in der Schweiz, aber auch im Ausland realisiert, die in ähnliche Größenordnungen geht. Da ist sicher auch so, es ist ein öffentlicher Bauherr. Deswegen wird das alles über öffentliche Beschaffung sein und eher die Diskussion Schweizer Holz oder nicht Schweizer Holz ist da zweitrangig. Das sind andere Prozesse, die da laufen, bis diese Aufträge vergeben sind. Da sind wir aktuell am Diskutieren, wie das passieren kann, in welchen losen Vertragsmodellen, wie das alles geschehen kann. Ein paar Gedanken von mir zum Schweizer Holz, zum Holz aus der Schweiz. Einfach weil mich das wirklich interessiert, einmal von der Holzkette her als Präsident der Lignum Zentralschweiz, aber ich denke auch wir als Planer müssen uns damit auseinandersetzen. Gibt es das Material, mit dem wir bauen wollen und wie können wir es mobilisieren? Die Schweiz hat den größten Holzvorrat europaweit. Die Wälder werden immer älter, inzwischen fast 380 Kubik pro Hektare. Und es ist so, dass seit rund 20 Jahren die Holznutzung in der Schweiz nicht mehr kostendeckend ist. Also wer in den Wald geht, selber Wald hat und da professionell das Holz ernten möchte, je nach Marktpreis hat man noch 1, 2, 3 Franken oder eben nichts an einem Kubikmeter Holz, das ich raushole. Und vielleicht noch dazu, der heutige Holzpreis, den ein Schweizer Waldeigentümer kriegt fürs Holz, liegt etwa auf demselben Niveau wie 1952. Ich hatte da alte Rechnungen gesehen aus Sarnen. Da wurde 1952 95 Franken den Kubikmeter Rundholz bezahlt. Also der Preis blieb ziemlich gleich und in Europa ist er auch etwa auf demselben Niveau. Der Wald erbringt aber auch viele andere Leistungen, kann man diskutieren. Müssen wir nicht als Gesellschaft noch etwas daran zahlen, dass wir am Sonntag da im Wald marschieren gehen dürfen, dass der Sauerstofflieferant ist, Wasserfilter und so weiter. Das sind Diskussionen, die sicher immer stärker kommen, weil, wie gesagt, der Wald bringt andere Leistungen als nur Holzproduktion. Die guten Wälder aktuell ist so im Mittelwand, da wird der Zuwachs ziemlich gut abgeschöpft. Aber wir haben ganz viele Wälder in Gebirgenlagen, in Lagen, die nicht so zugänglich sind. Und da vor allem überaltert der Wald. Und da müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Wälder auch besser nutzen, dass wir die klimafit machen können. Und wie gesagt, von 8,5 Millionen Kubik Wald, der zuwächst, wird aktuell etwa 5,6 Millionen abgeschöpft. Und das Spannende ist noch, sind noch diese Zahlen, wenn man da den Materialfluss anschaut auf dem BAFO, auf der Homepage kann man das anschauen. Die Schweiz verbraucht jährlich etwa 10,8 Millionen Kubik Holz. Und wirklich in den Bau gehen nur etwa 12% davon. Ein großer Teil in Möbel und Gebrauchsgegenstände, etwa 17% in Papier und Kartonage. Und in der Schweiz werden fast 60% des Holzes gehen in die Energienutzung. Voilà. Dann noch etwas zum Gedanken zur Ressource bei Großprojekten. In der Schweiz werden etwa 2,1 Millionen Kubik Rundholz eingeschnitten. Man sieht, was produziert wird. Es wird heute etwa ein Drittel bis ein Viertel des Holzes, Leimholzes in der Schweiz produziert, das wirklich auch in der Schweiz eingebaut wird. Also es wird viel vom Ausland importiert. Es ist aber so, dass sich die Holzindustrie stark weiterentwickelt und die Produktionskapazitäten auch anpasst, hat es die letzten Jahre gemacht, aber macht sie auch weiter, die Holzindustrie, das ist sicher ganz gut, aber der Druck aus dem Ausland ist natürlich noch immer da. Aufgrund der Marktsituation ist einfach so, dass Bauherren noch heute sehr oft Ausländerholz den Vorzug geben, weil es einfach kostenmäßig noch etwas ausmacht gegenüber dem, wenn sie Holz aus der Schweiz nehmen, weil halt bei uns die Produktionsbedingungen teurer sind, die Transportkosten teurer sind. Deswegen ist das Schweizer Holz kostet auch etwas mehr. Und da nur kurz so der Auftrag Holzbau in Schweizer Holz heute ist etwa 3 bis 5% teurer. Ich sage dann immer, über das ganze Projekt ist das fast verschwindend. Je nach Anteil Holz am
Mehrfamilienhaus, ob es ein Hybrid ist oder alles in Holz, sind das im 0,%-Bereich, was es teurer wird, wenn ich Holz aus der Schweiz nehme oder aus dem Ausland. Und bin auch immer noch dafür, wirklich zu sagen, wir müssen die Wälder der Schweiz möglichst gut unterhalten und nützen, weil das ist die Lebensgrundlage für unsere kommenden Generationen. Und dass wir diese Wälder fördern können und wirklich stabil halten können, müssen wir Holz aus unseren Wäldern entsprechend nutzen. Wenn wir an Großprojekte denken oder an Großprojekten arbeiten, dann machen wir uns immer mehr auch Überlegungen, wie können wir auch diese Marktpreise, die mal hoch, mal tief sind im Rohstoff, wie kann man die abfedern? Und das sind so Gedanken, wo wir jetzt bei einzelnen Projekten schon da dran sind, wo wir überlegen mit dem Bauherr, ob nicht der Bauherr Rohstoff einkaufen könnte, die Lamellen, und die dem Holzbauer geben könnte, um Brettschichtholz zu produzieren. Oder das andere ist, dass man den Holzbauer ganz früh einbindet im Planerteam, dass er schon rechtzeitig das Material sichern kann, das er dann zur Zeit liefern kann. Voilà, das sind meine Gedanken zur Ressource Holz bei Großprojekten, und ich hoffe, dass ich da etwas Grundlage liefern konnte für die Diskussion, die wir jetzt miteinander führen dürfen, die nächsten 3/4 Stunden. Danke vielmals. Dankeschön, Pirmin Jung. Das waren jetzt sehr viele Fakten auf einmal. Und das ist auch sehr gut so, denn das erlaubt uns wirklich auf verschiedene Themen zurückzukommen und den Fokus auf verschiedene Aspekte dieser Frage Ressource Holz, Ressource Schweizer Holz zu legen. Nun, Podiumsdiskussion. Ich begrüße ganz unterschiedliche Exponentinnen und Exponenten entlang dieser Holzwerkstoffkette, Holzwertschöpfungskette, Entschuldigung. Und ich beginne gleich mit unserem Gastgeber eigentlich, mit Jakob Stark. Er ist Präsident der Lignum-Holzwirtschaft Schweiz. Er ist promovierter Historiker und ist leidenschaftlich mit dem Wald und mit dem Holz verbunden. Nach einigen Jahrzehnten schon als kommunaler und kantonaler Exekutivpolitiker vertritt er heute den Kanton Thurgau im Ständerat. Ist dort auch politisch aktiv für das Holz, aber darauf kommen wir noch später. Er vertritt in diesem Podium die Politik und die Lignum. Dann Silvia Furlan, Vorstandsmitglied von Lignum Schweiz, also auch seitens Gastgeber hier. Sie war bis Januar 2023 war sie Leiterin Marketing, Kommunikation und Qualitätsmanagementsystem bei der Kuratle Group AG in Leibstadt, eine Firma mit 700 Mitarbeitenden. Heute ist sie dort in einer Stabsposition tätig und ist unter anderem zuständig für Netzwerks- und Verbandsfunktionen, und sie vertritt, sie ist auch Holzpräsidentin von HWS, also Holzwerkstoffe Schweiz, Verband für den Holzwerkstoffhandel. Sie ist auch Vorstandsmitglied des Verbands geprüfter Qualitätshäuser. Also sie vertritt hier in diesem Podium vor allem den Handel. Dann Dr. Michael Reinhardt vom BAFU. Er ist Chef der Abteilung Wald im Bundesamt für Umwelt. Er ist Geograf und Umweltwissenschaftler von der Ausbildung aus, hat am WSL und an EPFL promoviert, auch an der EPFL und in Fribourg an der Universität unterrichtet und seit 15 Jahren jetzt eben beim BAFU, heute Leiter Abteilung Wald. Er vertritt die Bundesverwaltung, das heißt diejenigen, die quasi die Aufträge der Politik sozusagen implementieren sollten. Dann Katharina Lehmann, bitte, Delegierte des Verwaltungsrats der Lehmann-Gruppe AG. Sie ist Ökonomin, hat an der HSG studiert und sie führt die Lehmann-Gruppe. Diese umfasst eigentlich Firmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Schweizer Holzes, also die Lehmann-Holzwerk AG, die Blumer-Lehmann AG, die BL-Silobau AG sowie drei kleinere Tochtergesellschaften in Deutschland, in Luxemburg und in Australien. Die Lehmann-Gruppe ist eine Familienunternehmung, 145-jährig nun und in fünfter Generation. Also das zeigt doch, dass eine gewisse Kontinuität auch möglich ist entlang dieser Wertschöpfungskette. Jawohl,
sie vertritt die Industrie. Und last but not least noch Yves Schihin, Mitinhaber von Oxid Architektur in Zürich. Er ist Architekt und hat ab dem Jahr 2000 im Architekturbüro Burkhalter Sumi in Zürich mitgearbeitet und hat 2020 dann das Büro übernommen, zusammen mit Urs Rinklev. Er ist beteiligt an diversen Forschungsprojekten zum Thema Holz. Er unterrichtet auch am Lehrgang Holz der Kunstuniversität in Linz. Und er vertritt natürlich die Architektur, also die Besteller, quasi die dann diese Produkte des Waldes und der Holzindustrie dann auch verplanen und verarbeiten möchten. Er vertritt die Architekten, die Besteller, und er kann aus großer und fundierter Überzeugung, Erfahrung sprechen, auch denn Oxid hat soeben die Wohnüberbauung Waldacker in St. Gallen fertiggestellt mit 110 Wohnungen, also wirklich ein größeres Projekt, wo eben sehr viel Holz verbaut worden ist. Nun, viele Parteien, viele Aspekte. Ich möchte gern mit einer Frage an Michael Reinhardt einsteigen. Wir haben gehört, Pirmin Jung hat es auch schön wieder auf den Punkt gebracht, das Potenzial des Schweizer Holzes wird noch nicht so ausgeschöpft, mengenmäßig, aber auch in Bezug auf den Einsatz. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber erstmal zur Menge. Warum wird das Potenzial des Schweizer Holzes nicht ausgeschöpft? Liegt es wirklich nur an der schwierigen Topografie von bestimmten Wäldern oder gibt es noch andere Gründe dafür? Vielen Dank. Ja, ich glaube, vieles zum Schweizer Wald wurde schon von Pirmin Jung gesagt. Also so viel muss ich nicht mehr sagen hier. Es ist in der Tatsache so, also 10 Millionen Kubikmeter wachsen pro Jahr in der Schweiz. Das Nutzungspotenzial wäre 8,2 Millionen. Das heißt, das ist das Maximale, das wir aus dem Wald nehmen können, damit wir die weiteren Waldfunktionen und Leistungen sicherstellen können. Verarbeitet wird momentan 6 Millionen, also 2,2 Millionen könnten wir theoretisch zusätzlich dazu führen. Nun, Sie haben es gesagt, es ist ein Mix of Elements, würde ich jetzt sagen, die hier jetzt einwirken drin. Auf der einen Seite haben Sie es gesagt, die Topografie, der Zugang am Rohstoffholz ist in der schweizerischen Landschaft natürlich nicht so einfach. Also wir sind nicht in riesigen Flächen oder Ebenen wie in Kanada zum Beispiel oder zum Teil auch in Nordeuropa. Wir haben tatsächlich hier eine große Frage des Zugangs zum Rohstoff. Der ist momentan gesichert, wir haben es schon hier vorhin gehört, auch im Flachland, im Mittelland vor allem, im Jura haben wir relativ gut erschlossene Wälder. Und die Frage ist, wie kommen wir dann zu diesen Voralpen- und Alpenholz, sage ich jetzt mal. Und hier sind auch Fragen natürlich, die uns Behörden sehr stark beschäftigen. Wenn wir jetzt den Wald multifunktional bewirtschaften müssen, dann haben wir verschiedene Funktionen, die wir priorisieren momentan im Wald. Schutz. Zum Beispiel, also Schutz im Sinne Schutzwirkung, nicht Naturschutz, Schutzwirkung. Und auch im Schutzwald gibt es eine Ressource Holz. Was könnte man daraus machen? Also hier veranschaulicht ein Element. Aber wollen wir natürlich auch die Mengen erhöhen in der Schweiz, dann sind auch andere Aspekte, strukturelle Aspekte zu betrachten, auch die Verarbeitungskapazität. Wir sind rund bei, die Holzindustrie verarbeitet rund 2 Millionen Kubikmeter pro Jahr in der Schweiz. Also 1 Million, das ist eigentlich zu wenig, wenn wir jetzt zu diesem zusätzlichen Potenzial kommen würden. Das heißt, wie können wir hier mitsteuern, mithelfen, das auch zu gestalten, also nur zum Veranschaulichen. Und dann wirken noch weitere Sachen hin. Und jetzt ist ein Blick in die Zukunft. Es ist nicht nur eine Ist-Situation. Wir haben eine Klimaerwärmung, wir haben tatsächlich eine Biodiversitätskrise ebenfalls, mehrere Aspekte, die hier sind. Wir haben es vorhin von Pirmin Jung gesagt, wir müssen einen Wald haben, ein Ökosystem, der weiterhin diese Biomasse produzieren kann, darunter eben auch Holz. Und wir müssen sicherstellen und gewährleisten, dass in diesen künftigen Szenarien, die kommen, dass das auch sichergestellt ist. Und das heißt, der Wald, der steht im Wandel, der wird auch künftig, er wird künftig anders aussehen. Die Wald, die Baumartenzusammensetzung wird eine andere sein. Vor allem im Mittelland, wir werden weiterhin Nadelholz haben in der Schweiz,
in den Voralpen und in den Alpen, aber mit der Thematik des Zugangs am Rohstoff, das ist ein Punkt. Im Mittelland werden wir mehr Laubholz haben, aber auch weiterhin Nadelgehölze. Und die Frage ist jetzt der richtige Mix von diesen Baumarten und kann oder sind diese Baumarten, diese neue, auch industrietauglich dann künftig? Die Industrie fragt immer, was ist unser künftiger Brotbaum? Das ist immer die Frage, die kommt. Und es wird künftig mehrere Baumarten geben und wir werden hier künftig das auch betrachten müssen. Sprich, es wird weiterhin Nadelholz geben, es wird auf dem Horizont 2050 sicher noch diese Fichte, Tanne, das gibt es sicher auch noch, aber wir müssen uns langsam auch sorgen, dass wir die künftig das haben. Dann beim Gebäudepool, wir haben es vorhin gehört, das ist nicht nur die Frage vom Stammholz, Industrieholz und dann eben Energieholz, das wir gehört haben, aber auch andere und neue Verwendungen der Fasern sind dann auch gefragt künftig. Eine Studie, die wir miterlebt haben, die sagt jetzt eben, wir werden künftig circa ein Drittel weniger Heizisolationskapazität brauchen. Dafür werden wir ca. 700% mehr Kühlkapazität brauchen in den Gebäuden. Und das sind wieder ganz andere Überlegungen, die hier sind. Und auch Holz ist hier in der Pole Position als Isolationsmaterial in der Runde, auch für die Kühlung. Das wäre auch, sind wieder weitere interessante Aspekte. Mhm. So zu diesem Picture. Ja, also das war wirklich der ganz große Bogen, oder? Bis hin in die Materialtechnologie hinein. Also da, man sieht schon, oder? Das Thema ist komplex und trotzdem muss man ja Zielsetzungen haben. Man muss ja doch etwas ansteuern, damit man da wirklich weiterkommt. Und da möchte ich Jakob Stark bitten, du hast ein Postulat eingereicht im letzten Jahr, das den Bundesrat beauftragt, die Ziele zu Ressourcenholz in der Schweiz zu definieren, die zukünftige Entwicklung der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft mit Fokus auf die Holznutzung unter Abdeckung des gesamten Wertschöpfungsprozesses dann wirklich abzuklären. Das ist jetzt ein großer Auftrag. Wie sieht es hier aus? Also geht es darum, auch Maßnahmen zu erarbeiten, wie diese bessere Ausschöpfung ausschauen könnte, oder geht es erstmal um eine Analyse? Ja, vielen Dank. Es ist wichtig, wenn wir dieses Potenzial unserer Wälder besser ausschöpfen wollen, heute 5,5 Millionen Kubik, möglich 8 Millionen, ist das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen Ziele festlegen. Bis jetzt in der Schweizer Waldpolitik fehlen quantitative Ziele in Bezug auf die Holznutzung, und die CO2-Problematik zeigt uns eben auch, dass es eben auch von der Klimapolitik gewünscht ist, dass wir unsere Wälder nachhaltig nutzen, weil über eine große Distanz gesehen ist das Nachwachsen im Wald und die Speicherung nachher im Holzbau, das bringt eigentlich das beste Ergebnis. Und mein Ziel ist es, dass der Bund sich Gedanken macht und wir im Parlament, welche Ziele sollen wir anstreben? Sollen wir bis 2030 6 Millionen Kubik, bis 2035 7 Millionen Kubik ernten in unseren Wäldern? Das ist das Erste, das Ziel. Das Zweite ist, Frau Solt, das haben Sie gesagt, mit welchen Maßnahmen? Und es ist klar, wir haben keinen Grenzschutz, wir haben sehr große Konkurrenz aus dem Ausland. Wir müssen also uns etwas einfallen lassen. Und wenn wir vorhin gesehen haben beim Vortrag von Pirmin Jung, welche Leistungen der Wald alles erbringt, so könnte man sich schon auf den Standpunkt stellen, dass eben der Staat in dieser Hinsicht eben die Holzproduktion fördert, eine nachhaltige Holzproduktion, die Rücksicht nimmt auf die Wohlfahrtsfunktion und auf die Schutzfunktion und eben abgestimmt auf die Marktpreise eben Aufpreise gibt, wenn jemand seine Wälder durchforstet und Holz produziert. Ich könnte mir vorstellen, dass man das jedes Jahr neu ausreguliert, dass man so Beiträge gibt, die eine kostendeckende Holznutzung sicherstellen.
und dass man diese Beiträge aber erhöht in steilen Lagen, weil wir sehen heute, dass, das wurde auch schon gesagt von Herrn Reinhardt, dass wir im Berggebiet natürlich heute aufgrund dieser schwierigen Situation, wenn nicht Schutzwaldgelder gesprochen werden, dass man dort wenig oder kaum Anreize hat, eben Holz zu produzieren. Also Ziele setzen. Ich hoffe auf die Antwort dann des Bundesrats und nachher die Maßnahmen beschließen und dort eben Maßnahmen beschließen, die Anreize geben, die Wälder auch zu nutzen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass die anderen Funktionen auch weiterhin gewährleistet werden. Also ich denke, bei den Zielen ist es klar, oder? Es soll mehr und nachhaltig genutzt werden. Wir haben aber jetzt wurde natürlich angesprochen, oder mit welchen Maßnahmen kann man diesen Preisnachteil des Schweizer Holzes kompensieren? Wir haben gehört, Konkurrenzfähigkeit ist nur beschränkt gegeben, einerseits weil, wegen dem Lohnniveau in der Schweiz natürlich, dann auch wegen der schwierigen Topografie, auch der zerstückelten Besitzverhältnisse des Waldes, oder? Da sind ja viele, teilweise sehr viele kleine Besitzer, die dann nicht unbedingt miteinander zusammenarbeiten. Das Ziel wäre natürlich eine Konkurrenzfähigkeit, aber da nimmt es mich natürlich dann Wunder, oder? Wenn wir von Wald sprechen, also da die Frage geht dann an Silvia Furlan und Katharina Lehmann, wenn wir von holzverarbeitenden Industrie bzw. von Holzwerkstoffen sprechen, Katharina, wie sieht es bei euch aus? Verarbeitet ihr Schweizer Holz oder wie viel Schweizer Holz verarbeitet ihr und warum? Und warum nicht? Also wir verarbeiten im Sägewerk ausschließlich, also fast ausschließlich Schweizer Holz. Es hat noch ein bisschen hinter dem Bodenseelieferanten, die uns während dem Sommer die Versorgung sicherstellen. Aber grundsätzlich ist die Zielsetzung natürlich Schweizer Holz. Und es ist so, das ist schwierig in der Schweiz. Also wir müssen seit 2008 jedes Jahr ein bisschen produktiver werden, um die Währungsnachteile zu kompensieren. Also das ist ein strenger Weg, das passiert nicht einfach so. Aber die Tatsache, dass der Einschnitt sich steigert in der Schweiz grundsätzlich und auch unser Einschnitt sich steigert, ist der Beweis, dass es grundsätzlich funktioniert. Nur ist so, wenn unsere Kunden dann fragen, ihr müsst einfach billiger sein als das Ausland, dann kaufen wir bei euch, dann wird die Antwort schwierig. Also wir schaffen es fast nicht, wie es Pirmin auch erwähnt hat. Wir sind noch ein bisschen teurer, das hat mit den Landkosten zu tun, das hat mit den Personalkosten zu tun, das hat auch mit verschiedenen Vorschriften zu tun, auch umweltseitig. Aber es geht. Also es gibt uns noch und hoffentlich noch länger. Silvia Furlan. Guter Beitrag von uns Zulieferer, respektive vom Handel. Also wir haben es gehört, wir haben Lücken. Wir übernehmen natürlich diese Lücken. Also in erster Linie ist es in unserem Interesse, dass wir Schweizer Holz dem holzverarbeitenden Industrie oder Gewerbe zur Verfügung stellen können. Auf kurzen Transportwegen natürlich und qualitativ gute Materialien. Wir übernehmen auch die Funktion, das Holz zu prüfen, respektive die Holzwerkstoffe, woher kommen sie. Und wir werden ja heute auch sehr stark reguliert, eigentlich auch vom Ausland. Wir haben jetzt die Holzhandelsverordnung eingeführt, vor einem Jahr circa. Jetzt gibt es neue Ermessen für die EUDR. Und der Handel in dieser Kette übernimmt effektiv die Funktion, dass diese Materialien geprüft sind, dass das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und wenn immer möglich natürlich Schweizer Holz und die anderen Lücken, die füllen wir aus dem naheliegenden Ausland in erster Linie. Also das Material, das wir haben, kommt aus dem naheliegenden Ausland. Und für solche Projekte gibt es ja nicht nur den konstruktiven Holzbau, da sind noch ganz, ganz viele andere Produkte drin. Also das ist ja ab Boden bis zum Dach sind da unterschiedliche Holzwerkstoffe, die für solche Objekte effektiv benötigt werden. Mhm. Nun, die Frage ist, wie kommt man zu diesem Holz? Und wir hatten, einige von Ihnen waren vielleicht noch dabei, wir hatten gerade vor dieser Veranstaltung das Thema Großbauten in Holz im Raum nebenan. Da ging es wirklich auch um die Frage, wann muss man das Holz bestellen? Wie kann man sich das Holz sichern, wenn man wirklich von Mengen spricht, wie auch Pirmin Jung erwähnt hat, oder diese 1000 Kubikmeter und mehr?
die man sich sichern muss, die dann aus ganz verschiedenen Wäldern stammen und zusammengesucht und gesichert werden müssen, damit sie dann zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Werk und dann von dort zum richtigen Zeitpunkt auf die Baustelle kommen. Evgenie, wie macht ihr denn das? Wie hat das jetzt funktioniert? Wie kann man sicherstellen, dass man das Material dann tatsächlich auch kriegt? Ja, das machen ja nicht wir. Wir brauchen nur die Bestellerkompetenz, das richtig zu bestellen. Genau. Nein, aber also, wie das jetzt schon mehrmals erwähnt wurde, ich glaube, wichtig ist, dass dieser Prozess im Holzbau sehr, sehr früh anfängt. Also am besten in einem Gesamtleistungswettbewerb, wo der Gestaltungsauftrag schon mit integriert ist und eigentlich dann über eine sehr lange Zeit das Fuhrwerk beieinander bleibt. Oder? Also der Holzbauer und der Gesamtleister und der Architekt und der Holzbauingenieur, die sind alle schon an Bord. Und wenn dann der Wettbewerb gewonnen wird, weiß ja der Gesamtleister, der meistens dann auch Holzbauer ist, ja schon, okay, ich habe dann irgendwo so und so viel Holz, das ich irgendwann mir sichern muss. Und das wird dann sehr frühzeitig bestellt, weil es braucht ja für diese Großprojekte braucht es meistens einen Gestaltungsplan, eine Überbauungsordnung oder was auch immer. Sprich, es geht immer mehrere Jahre. Und in diesen Jahren ist natürlich, kann man eben genau sagen, okay, wir bestellen das jetzt schon da. Jetzt bei uns im Waldacker zum Beispiel, das waren, glaube ich, 2500 Kubikmeter Holz, also noch nicht ganz da diese, diese Millionenbeiträge, die wir da gesehen haben beim Flughafen, aber das war auch schon eine ordentliche Anzahl. Und dieses Holz wurde schon vom Holzbauer relativ früh schon gesichert. In einer Zeit, wo das auch zum Teil knapp war, aber das hat sehr gut funktioniert. Also eben mit dem nötigen Vorlauf, wegen dem qualitätssichernden Verfahren. Ich glaube, das ist dort ein Vorteil, weil er eben Zeit bringt auf der Schiene nachher hinten raus. Also das würde eigentlich ein Vorurteil entkräften, nämlich die langen Lieferfristen seien ein Nachteil des Holzes. Aber offenbar stimmt das gar nicht, weil wenn man in größeren Mengen bestellt, ist man trotz langfristiger Bestellung immer noch schneller als die Genehmigungsverfahren. Ja, ich muss vielleicht noch ergänzen, also bei unserem Gesamtleistungswettbewerb war es ja so, dass dem Holz das ja völlig egal ist, von wo es kommt, ob jetzt auf der Seite vom Bodensee oder auf der Seite vom Bodensee. Das war, also wir haben nicht auf Schweizer Holz geachtet, sondern wir haben auf Holz, regionales Holz. Das regionale Holz im Alpenkamm, oder irgend so heißt das, glaube ich, was? 50 bis 700 Kilometer Radius. Und es ist natürlich, also in St. Gallen ist es wahrscheinlich näher in Deutschland und in Österreich einzuholen, das Holz, als irgendwo im Tessin. Oder? Und darum ist das Schweizer Holz in dem Sinn dort wahrscheinlich meine marginale. Dann hat das eine marginale Bedeutung. Mhm. Ja, Pirmin. Ja, ich denke, also wichtig ist ja einfach, dass diese Planerteams richtig aufgestellt sind. Also ob es jetzt ein Totalleistungswettbewerb sein muss oder die meisten Projekte, wo wir dran sind, sind nicht Totalleistungswettbewerbe, sind Einzellose. Aber ich glaube, wenn in diesem Planerteam halt ein Holzbauingenieur mit dabei ist, der diese Prozesse kennt und die aufgleisen kann, dann bringen wir das Holz auch immer hin. Also es ist so, wenn man sieht, es braucht so viel Holz, dann kann man das mit dem Bauherrn zusammen schauen. Machen wir halt die Submission Holzbau früher, dass man so das Holz dann sichern kann. Oder macht er eine Vorbeschaffung von Lamellen, die dann der Holzbauer über sein Leimwerk verkleben kann. Also es gibt immer Wege. Und ja, ich muss schon, also es ist nicht so, dass man Jahre zum Voraus das Holz sichern muss. Also sicher ein großes Projekt wie in Zürich, da geht es um Jahre, aber normalerweise so ein Projekt mit 2.000 bis 4.000 Kubikmeter Holz, das sind ein paar Monate, wo man das sichern muss, dass das dann richtig auf den Weg kommt. Mhm. Ich denke, da stellt sich eben die Verfügbarkeit, die Frage des Anteils des Holzes, was in den Bau geht. Also wir haben gehört, nur 12% des Schweizer Holzes und möglicherweise des regionalen Holzes. Das weiß ich nicht so genau, wie es Ende der Grenze ausschaut, aber zumindest in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass über die Hälfte einfach verfeuert wird, also für die Energiegewinnung genutzt wird und nur eben 12% direkt in den Bau gehen.
Woran liegt das? War da politische Absicht dahinter oder ist das einfach so passiert oder liegt es an der Beschaffenheit dieses Holzes? Also ich sehe, Pirmin, du weißt hier was. Vielleicht Michael Reinhardt, Jakob Stark, da sind alle gefragt. Okay, dann starte ich einmal. Genau. Also wir sind ab der Waldstraße sind wir in einem Industrieprodukt eigentlich. Das heißt, hier kann der Bund außer bei Innovation und fördernde Maßnahme nichts mehr machen. Also wir sind hier auf dem freien Markt und das ist eben die, das haben wir schon mehrmals gehört heute, diese Situation mit dem Swiss Finish, das einfach teuer ist generell. Bei diesen Sortimente hat es sich tatsächlich so eingependelt, dass wir so circa grob 40% Stammholz haben, dann haben wir 10% Industrieholz und die Hälfte wird verfeuert. Und das ist schade. Und das entspricht nicht eigentlich unseren Zielen einer Umweltpolitik, der Kaskadennutzung, also die integrale Wald- und Holzstrategie 2050, auf denen wir anpeilen. Die will das jetzt viel stärker angehen, diese Kaskade sicherstellen und wirklich das Holz oder die Holzprodukte nur am Schluss eines Lifecycles dann zur Energie verwenden. Also da wollen wir ganz klar auch stärker werden in diesem Zusammenhang, wollen auch Lösungen gemeinsam mit der Branche finden. Wir sind im Kontakt im Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Strategie und ich hoffe mir, dass wir hier auch im Rahmen eben dieser Konstellation, die wir haben, aus eben ein Industrieprodukt, wir haben keine Industriepolitik auf Stufe national. Es gibt 26 Industriepolitiken in der Schweiz eigentlich. Das ist halt unser Föderalismus, der so gegeben ist. Und wie können wir in diesem Rahmen schlauen Lösungen finden, um diese Kaskade zu fördern? Und dann, wenn ich Kaskade sage, ist auch der Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Man spricht viel von dieser Kreislaufwirtschaft und ich denke, Holz ist ein schickes Produkt und es ist schade, eben dieses schicke Produkt zu verbrennen. Vielleicht muss man das auch so in dieser was hat Teneur, wie man so auf Französisch sagt, betrachten und eben das, diesen Fluss regelmäßig mit dem Kreislauf und nur am Ende tatsächlich zur Verbrennung kommen. Es ist wichtig, wir haben es auch von Jakob Stark gehört, die Dekarbonisierung der Gesellschaft, Netto-Null-Ziel 2040 für die Bundesverwaltung, 2050 national dann, da ist der Beitrag aus Holz tatsächlich enorm. Also eine Kubikmeter, eine Tonne. Also ja, ich denke, das Potenzial ist gegeben. Ich glaube, die Holzindustrie hat das auch in den letzten Jahren gesehen, mit Artikel auch 14, die Gesetzgeber gegeben haben. Es gibt politische Lösungen, die dann der Gesetzgeber implementieren kann und die uns dann erlauben, gute Lösungen zu finden. Also es ist wirklich ein Gemeinsamsein zwischen Industrie, Verwaltungen und eben Politik, diese schlauen Lösungen jetzt zu finden. Aber eben auch Sensibilisierung, Normen anpassen, Prozesse vereinfachen. Es hat noch so viele Vorurteile gegenüber Holz im Gebäude. Und da müssen wir auch auf Stufe der Gemeinden, auf Stufe der Endnutzer vieles noch machen. Ich glaube, hier können wir auch viel wirken. Also nicht pushen vom Wald bis zum Endverbrauchen, sondern pullen. Das scheint mir wichtig zu sein. Ja, ich denke, die Nachfrage ist ja da, oder? Die Frage ist, wie kann man sie erfüllen? Welche Anreize braucht es? Ja, also einfach noch zum Energieholz, oder? Schlussendlich ist man in einem freien Markt und ich sehe das bei uns, der Lignum Zentralschweiz, oder? Die Waldeigentümer, die sagen halt einfach, schau, Energieholz kriege ich so viel, habe ich so wenig Arbeit, Stammholz können uns die Säge noch so viel zahlen, also ich gebe das in der Energie, oder? Und das wird auch angereizt, ich weiß jetzt nur, einen großen Stromlieferant, oder, hat beschlossen, dass er die nächsten 10 Jahre 1 Milliarde in erneuerbare Energie investiert, oder? Da ist die Frage, kann ich Windmühlen stellen? Oder kann ich PV stellen? Oder irgendwann kommt man dann auf die Idee, ich kann einfach Holz verfeuern, Energie machen. Und so ist auch wieder der Markt verzerrt. Oder? Und ich denke, das sind so Themen, wo man für mich auch aus der Politik irgendwann so Pläne machen muss über einen Kanton. Wie soll man mit der Ressource umgehen? Welchen Teil soll wirklich in die Energie gehen, zum Beispiel jetzt beim Holz? Und welcher Teil wirklich für die Kaskadennutzung weiterverwenden? Mhm. So Richtpläne und so sind Themen, oder? Genau. Eigentlich geht meine Motion oder mein Postulat auch in diese Richtung. Also die Ziele,
die ich verlange, die betreffen ja auch die Holzverarbeitung, also die Sägereien, die Halbfabrikatprodukte und so weiter. Und in den letzten Jahren haben wir in der Schweiz eigentlich nur über die CO2- und Energiepolitik haben wir einseitig eben den Energieholzsektor gefördert. Das ist sehr gut, oder? Dass ja nicht da Abstriche machen, aber jetzt sehen wir, dass das etwas den Markt verzerrt. Und jetzt kommen wir sogar bei der Energieholzmenge an eine Grenze, dass man sagen muss, ja, jetzt muss man da vielleicht nicht mehr sehr viel mehr tun. Aber wir müssen eben mehr tun, dass auch die Holzindustrie, die ganze Holzbranche eben noch mehr nachfragt und eben auch preislich in der Lage ist, hier mitzuhalten. Und da bin ich wieder bei meinem ersten Votum. Es ist am einfachsten, wir subventionieren, ich sage das so, wir geben Beiträge für die Produktion und das wird für die Produktion von Holz und das wird natürlich die ganze Kette nachher zugutekommen, den Holzstoff relativ verbilligen, was auch unsere Holzindustrie und den Holzbau konkurrenzfähiger macht. Aber das will ich noch sagen, oder das ist ja schon fast ein landwirtschaftliches Produkt. Wir haben dort in der Landwirtschaft einen Selbstversorgungsgrad von etwa 60%. Beim Holz haben wir einen Selbstversorgungsgrad von etwa 30%. Oder? Und deshalb ist es wichtig, auch wenn wir jetzt da steigern, vielleicht auf 40-45%, wir sind immer beim Holzbau auch auf den Import angewiesen. Und Lignum umfasst ja die ganze Wertschöpfungskette. Und das ist auch der Handel und ist der Holzbau und sind alle anderen, die brauchen Holz. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch sicherstellen, dass wir Kanäle aus dem Ausland haben, wo wir aber Holz importieren können, das unseren Ansprüchen entspricht. Das ist wichtig, oder? Und so muss man das sehen. Schweizer Holz fördern, den Selbstversorgungsgrad erhöhen, aber sicherstellen, dass wir die nötige Menge eben erhalten. Weil wenn wir mit Holz bauen, statt mit Beton, dann kommt es eigentlich nicht darauf an, woher dieses Holz stammt. Weil in diesem Holz ist CO2 gespeichert. Und das ist der wertvolle Beitrag in der Klimapolitik. Ich glaube, das ist wirklich ein Steilpass an Katharina Lehmann, weil da geht es wirklich auch eben um die ganze Wertschöpfungskette, also nicht nur das Holz in der Schweiz, sondern eben auch die verarbeitende Industrie in der Schweiz, die ja funktionieren können muss und die das ja auch tut. Also Blumer Lehmann exportiert ja Produkte in alle Welt, also bis nach Asien und überall hin, einfach weil sie das können und andere weltweit können es halt nicht, oder? Und das ist natürlich eine ganz große Stärke dieser Holzindustrie hier in der Schweiz, die natürlich auch zu stärken ist und hoffentlich auch zu ergänzen ist. Und da stellt sich schon die Frage, oder, wenn Blumer Lehmann einen Wunsch offen hätte an die Politik, welche Maßnahmen sollen denn die Politiker entscheiden und die Verwaltung durchsetzen, um eben diese Holzindustrie zu stärken in der Schweiz? Also mein Wunsch wäre nicht einfach Subventionen nach dem Gießkannenprinzip, Umverteilung oder Landwirtschaft, sondern ganz genau betrachten, wo sind die großen Hebel, um anzusetzen. Und ich verstehe sehr gut, dass es im Wald eine gewisse Inwertsetzungsthematik gibt und die muss man auch ernst nehmen, also dass die Verdienste für die Waldbesitzer sich auch gut entwickeln. Dort stelle ich mir einfach gewisse Fragen, oder weshalb zum Beispiel werden im Betrag von 100 Millionen Franken Energieholz importiert? Oder dass man vielleicht auch mal die Warenflüsse genau betrachtet und schaut, wo sind die großen Hebel, um anzusetzen, um die inländische Verarbeitung zu stärken. Und das ist zusätzlich zur Kaskadennutzung, die Michael Reinhardt gesagt hat, ein wichtiges Thema. Es geht nicht nur darum, langlebige Produkte zu machen, sondern auch zu schauen, welche Warenflüsse machen wirklich Sinn und welche nicht. Ich glaube, und wenn man dann im Umkehrschluss eben die Wettbewerbsfähigkeit anschaut und weshalb ist es möglich, im Ausland zu arbeiten, dann ist das der Markt. Das ist Training, das ist besser werden, das ist Kunden finden, oder? Also am Ende, wenn wir mehr Schweizer Holz verarbeiten möchten, müssen Kunden da sein, die unsere Produkte kaufen. Und das passiert, das ist das gleiche Rezept im Inland wie im Ausland. Also wir können ja nicht mit unseren Kosten
den 0815 Holzbauer in Australien konkurrieren, sondern wir müssten die Märkte suchen, wo wir eben landen können und vielleicht auch innovativ sein. Und das ist das Mittel. Ich glaube nicht, dass Subventionen das Allerheilmittel sind, um die Probleme strukturell zu lösen. Zur Frage des Marktes und der Nachfrage, das wurde jetzt verschiedentlich gesagt, oder? Da braucht es Kunden, die das wünschen, die auch bereit sind, in Holzbauten zu investieren. Yves Sheehan, du baust ja seit bald 25 Jahren mit Holz. Da scheint es jetzt aber kein Nachfrageproblem zu geben, jetzt zumindest aus deiner Perspektive. Ja, darf ich noch kurz was sagen zu, der, ja, zu dem Thema Holzenergie? Wir können dann zurückkommen zur Frage. Ja. Ich glaube, beim Thema Holzenergie geht es echt auch um Aufklärung. Aufklärung der Fachwelt, aber auch der Bevölkerung. Und wenn das mal durchgesickert wäre, dann bin ich da nicht mehr so sicher, wie viele noch tatsächlich ihre Holzheizung haben wollen. Weil wir haben ein definitives Klimaproblem, oder? Und also das Klima, kein Problem. Wir haben ein Problem mit dem Klima. Und jetzt, wenn das so ist, Holz im Wald, ganz einfache Rechnung, der Stamm wächst 30 Jahre, 40 Jahre, nimmt CO2 auf, speichert es im Stamm, wird geschnitten und im Bauholz, wenn das eingesetzt wird, wird das 200 Jahre weiter verwendet. Es wird rückgebaut und wiederverwendet. Also das ist ja das Unglaubliche am Holzbau, dass es eben wiederverwendet werden kann. Wenn die gleiche Tanne oder die gleiche Buche geschnitten wird, auch wieder nach 30 Jahren und nachher einfach verbrannt wird, dann ist das CO2 gerade wieder draußen, dass es aufgenommen hat. Und dort liegt eine kruziale Geschichte, nämlich die Tipping Points, die bis zum Countdown 2030 gilt. Und da müssen wir uns einfach alle bei der Nase nehmen. Die nächste Dekade wird entscheidend. Und darum gibt uns Holz die Zeit, die wir brauchen, damit wir innovativ diesen Wandel irgendwie hinkriegen, damit es uns und oder besser gesagt unsere Enkel noch tatsächlich auf einer lebensfähigen Grundlage stellen können. Ich glaube, das ist der Punkt und dort sollten wir einsetzen und das ist auch der Grund, warum wir schon sehr, sehr früh mit Holz angefangen haben. Das ist eine Philosophiefrage, dass wir eine Lebensgrundlage schaffen wollen, die tatsächlich auch lebenswert bleibt. Gut, ihr seid Überzeugungstäter. Ich denke, eure Bauherrschaften sind es auch. Nun gibt es aber die anderen und du sprichst von Überzeugungsarbeit. Das ist selbstverständlich gut. Die Frage ist, ob das reicht. Die CO2-Abgabe wurde ja abgeschickt, also das ist schon mal weg. Was gäbe es für Möglichkeiten, das Thema Holz im Sinn von Holz verbauen statt verbrennen oder sonst wie irgendwie als temporäres Lager für CO2 zu nutzen? Was gäbe es noch so für Maßnahmen, die man anwenden könnte innerhalb der bestehenden Politik, um das Verbauen des Holzes zu fördern? Ganz einfach. CO2-Steuer anstatt Mehrwertsteuer, dann ist es gelöst. Ja, aber das wurde 9 Kilo pro Quadratmeter und Jahr muss einfach im Bauen reichen und dann ist nur noch der Bestand, Holzbau, Lehmbau etc. ist dann tatsächlich gefragt oder Suffizienz. Okay, also die Stimmbürger sind gefragt und ich glaube, es ist auch der Moment gekommen, um Ihnen, liebe Damen und Herren, auch das Wort zu geben. Vielleicht möchten Sie noch mitdiskutieren. Einige Minuten haben wir noch für Fragen und Inputs an die versammelten Fachleute aller Disziplinen und Institutionen hier auf der Bühne. Wer möchte eine Frage stellen? Nutzen Sie Ihre Chance, weil sonst diskutieren wir hier einfach weiter. Tja, wenn nicht, dann diskutieren wir tatsächlich weiter. Ich möchte noch einmal zu dieser Wertschöpfungskette zurückkommen. Wir haben jetzt verschiedene Vertreterinnen vertreten hier. Wo ist die größte Lücke? Wo müsste man noch tätig werden? Wo braucht es noch Zustupf? Ja, also ich sehe das Silvia Furlan. Also ich möchte vielleicht zuerst doch noch einen Wunsch anbringen. Was könnte man relativ einfach kommunizieren, dass Holz die entsprechende Würdigung kriegt?
Also ich bin der Meinung, man müsste ganz einfach noch mehr kommunizieren. Also die Verbände VSSM oder Holzbau, die machen das sehr gut, dass man diese Berufsbilder von Holzbauer, Schreiner, dass man die viel stärker positioniert, weil das sind die Leute, die an der Quelle sind und diese Holzbauten effektiv erstellen und eigentlich auch die Spezialisten sind. Also das ist sicher ganz einfache Kommunikation, die man der breiten Bevölkerung ein bisschen klarer machen könnte. Die Lücken, das andere, das sehe ich auch in unserer Branche, also der Handel respektive die Zulieferer, wir sind auch bereit zu investieren in die Zukunft, sei das in der Logistik, in der digitalen Logistik etc., dass man solche Projekte oder Ideen, die man hat, einfach auch ohne große Hindernisse umsetzen könnte. Und das andere ist natürlich die große Nachfrage, die gestartet wurde vor 8, 9 Jahren mit der Woodvetia damals, dass der Aspekt der effektiven Produktionskapazität in der Schweiz nicht berücksichtigt wurde. Also Facts ist einfach, dass wir heute immer noch einen gewissen Teil von den Produkten importieren, aus dem Ausland importieren müssen, dass wir diese Lücke abdecken können. Also man könnte mehr Schweizer Unternehmen, also Produktionen wieder aufbauen. Mhm. Ja, Pirmin Jung. Also für mich ist überhaupt die Grundlage für unsere Zukunft sind Wälder, gesunde Wälder, die klimafit sind. Und ich persönlich bin der Meinung, wir müssen schauen, dass die Wälder klimafit werden und dass der Wald zu marktgerechten Preisen das Holz auf den Markt bringen kann. Und da ist ein Riesenpotenzial. Es ist ja heute teilweise so, dass junge Leute Förster lernen möchten und sie finden gar keine Lehrstelle, weil es gar nicht mehr so viele Lehrstellen gibt. Die haben alle geschrumpft, diese Forstbetriebe, weil einfach mit dem, was sie erhalten können, sich nicht selber unterhalten. Ich glaube, das ist für mich das ganz Große. Und die Holzkette kommt nachher. Ich glaube, die Holzindustrie, die baut aus. Der Holzbau macht heute schon viel, aber wirklich der Wald, der ist für mich das Zentrum. Mhm. Katharina Lehmann? Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, den Pirmin hier erwähnt. Aber ich möchte eine wichtige Anmerkung machen. Wenn man so denkt und den Wald betrachtet und schaut, was kann man machen, um den Wald klimafit zu machen, dann ist dringend gefordert, dass wir auch schauen, welche Qualitäten kommen raus und welche Menge Stammholz kommt raus. Weil das wird entscheidend sein, ob Betriebe investieren, ob sie die Sicherheit haben, den Rohstoff zu kriegen. Und dort sehen wir einfach die Tendenz, dass politisch und auch von den Verbänden zu wenig gemacht wird, um Anreize zu setzen, um den Stammholzanteil zu erhöhen. Also unsere Kraft, auch wenn wir Baumaterial der Zukunft machen möchten, heißt mehr Stammholz. Industriepolitik, so wie es Michael Reinhardt gesagt hat, aber auch wirklich in Qualitäten urteilen und nicht nur in Mengen. Ja. Das heißt, eben Stammholz, sprich wirklich im Wald ansetzen, damit diese Stämme da in der gewünschten also Qualität... Sägefähiges Holz. Ja. Und wenn man das nicht macht, dann diskutiert man über Restholz, das wieder zu Produkten verarbeitet wird. Man hat die beiden Möglichkeiten, aber das ist eine andere Produktstrategie. Mhm. Also Qualitätsförderung, wir haben auch schon gehört, das Stichwort eben... Diese bis jetzt nicht bezifferten und auch nicht vergüteten Leistungen der Wälder, also zusätzlich zur Holzproduktion eben Ökosystemleistungen, von denen wir alle profitieren, auch Leistungen als Erholungsraum für die Menschen mit entsprechenden medizinischen Vorteilen und so weiter. Also da gibt es ganz viele Dinge, die also ähnlich wie bei den externalisierten Klimakosten des CO2 nicht internalisiert sind. Also, dass man da vielleicht noch versuchen könnte und dann eben die Arbeit an der Qualität. Was gibt es noch für Wünsche? Was ist noch zu tun? Ja, bitte, Jakob Stark. Am Ende ansetzen kann bei Frau Lehmann. Es ist natürlich eigentlich so, und das geht in diese Richtung, wir müssen eigentlich die Waldwirtschaft wieder etwas stärker betonen. Es gab jetzt eine Zeit, da hat man nicht so sehr darauf geachtet, wie das genau kam im Wald. Und wenn Sie Qualität haben, wenn Sie Stammholz wollen, dann müssen Sie von Anfang an das beachten. Welche Bäume setzen Sie im Wald? Wie pflegen Sie sie? Schauen Sie, dass Sie
Eichen haben für Waldreservate oder haben Sie Eichen, um nachher sie im Bau zu nutzen? Ich habe gesagt, wir müssen alle Funktionen haben. Aber es ist in den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, ist die Umweltfunktion des Waldes betont worden. Man hat dann den Ausbildungsstätten an der ETH, hat man die Waldwirtschaft, also den Forstbereich umbenannt in Umweltwissenschaften und so weiter. Wenn wir diese Anreize besser setzen wollen in die Zukunft, dass die Holznutzung eben wichtiger wird und auch so passiert, dass sie den nachgelagerten Branchen entspricht, dann muss die Waldwirtschaft wieder ein Thema werden, und zwar ein prominenteres Thema. Waldwirtschaft kann im Einklang sein mit den anderen Funktionen. Das ist mir wichtig. Es sind nicht Gegensätze zwischen Umwelt und Waldwirtschaft. Ich behaupte, wir brauchen eine Waldwirtschaft, um eben langfristig den Nutzen des Waldes für alle Bereiche zu optimieren. Dankeschön. Danke. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort, auch ein versöhnliches Schlusswort, denn es umfasst tatsächlich den ganzen Weg vom Wald in die Bauten und mit sämtlichen dazwischen gelagerten Industrien und Handelsströmen bis hin ganz, ganz, ganz am Ende der Kaskadennutzung dann noch die Energiegewinnung. Und Fazit, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich danke ganz herzlich den Podiumsteilnehmenden. Es war sehr viel Information auf einmal, aber ich glaube, es ist gelungen, doch die wichtigsten Punkte herauszuschälen. Ganz herzlichen Dank für diese wichtigen und pointierten Statements. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich hoffe natürlich, dass es dann an der nächsten Swissbau noch viele, viele neue, tolle Beispiele geben wird. Dankeschön und auf Wiedersehen.